Ich sehe es als meine Pflicht an, meinen Laden von Agent und Spion freizuhalten und bin in diesem Sinne bereit, mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammenzuarbeiten. Nachdem der W. die Verpflichtung geschrieben hatte, wurden nochmals die einzelnen Punkte durchgesprochen, um sie dem G.I. Fritz, diesen Decknamen, welche er sich richtig einzuprägen. Wir nennen sie Kundschafter des Friedens, die sind weder mir noch denen bekannt. Feindlich gesinnt. Grüßt immer freundlich. Grüßt immer freundlich. Im Namen des Volkes. Feindlich. Zersetzung. Im Namen des Volkes. Wir arbeiten mit Menschen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben mit der Staatssicherheit. Zum einen Menschen, die betroffen waren, die bespitzelt wurden von der Staatssicherheit. Zum anderen arbeiten wir mit Menschen, die Angehörige hatten, die bei der Staatssicherheit gearbeitet haben. Wir arbeiten mit Menschen, die mit Akten zu tun hatten, die in Archiven der Staatssicherheit gearbeitet haben. Und wir arbeiten mit Leuten, die für die Staatssicherheit gearbeitet haben oder die versucht wurden, von der Staatssicherheit zu werben. Katharina Flade. Zwischen dir und anderen Theologiestudenten haben sich auf der Grundlage gemeinsamer relativ feindlicher politischer Auffassungen enge Beziehungen herausgebildet. In einem Café sprechen mich zwei Männer an. Sie stellen so komische Fragen. Was wollen Sie von mir? Sind Sie auch von der Stasi? Deshalb braucht es Menschen so wie Sie, die unauffällig, auch nicht in der Partei sind, die aber durch ihre Wachsamkeit mithelfen, unsere sozialistische Ordnung zu sichern. Ich will damit zum Haus der BSF laufen, auf der gegenüberliegenden Elbseite. An der Launstraße haben Sie mich schon. Es gibt sehr wenige, es gibt eigentlich nur eine dialogische Sequenz an diesem Abend, sondern es gibt mehr Erzählungen. Es ist wirklich Erzählungen von Menschen, die Erfahrungen gemacht haben und die wollen oder die bereit sind, die mitzuteilen. Einmal falsch angelegt, muss man damit leben. Was war ich doch für ein glücklicher Mensch, als ich noch keinen Denkmal hatte. Du bist dabei gewesen. Du hast Berichte geschrieben. Über jede Probe, über jedes Gespräch, das wir geführt haben. 16.20 Uhr lief Fascher Andreas weiter zur Otto-Buchwitz-Straße. Dort suchte er mehrere Geschäfte auf, ohne einen Einkauf zu tätigen. Wir gehen runter auf den Hof. Dort steht ein Lader mit Chauffeur. Ich werde auf den Rücksitz gedrückt und die beiden Herren setzen sich neben mich. Ich versuchte tagsüber zu schlafen, um nachts wenigstens ein bisschen das Gefühl zu haben, mein eigener Herr zu sein. Wenn jemand gerne zuhört, wenn jemand gerne sich von Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, mitnehmen lässt auf eine Reise, die nicht nur in die Vergangenheit führt, dann glaube ich, ist der Abend ein ganz guter Ort. Genossen, ihr werdet nicht oft besungen, nun ja, das wäre taktisch nicht genug. Nun sei auch dies Lied recht schnell verklungen, wir wissen schon, was ihr für uns.